Hallo und willkommen hier zu Spielvereinigung Straß gegen Dassau SC. Und wie ihr hören könnt, werden meine Spiele wieder kommentiert von mir. Hatte da das ein oder andere Problem, weswegen ich es nicht kommentieren konnte, aber es ist alles wieder bereinigt. Das heißt, wir können uns jetzt wieder voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Und dieses Spiel ist einer von vielen Spitzenspielen in dieser in diesem Spieltag. Natürlich kommt es jetzt nicht an RB Gelsenkirchen gegen Kickers oder Earl of Meppen ran, weil Straß ein bisschen hinterherhinkt. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein Spitzenspiel. Und das kann auch ein schönes Spiel werden. Hier die Aufstellung von Spielvereinigung Straß, nicht der SV Straß, so wie es da oben steht. Ja, Klein im Mittelfeld, Kirimi im Mittelfeld. Sehen ja mal Rademacher vorne. Man kennt schon die Aufstellung. Und die Aufstellung von Dassau SC, ja, wieder mit Silva vorne, Fetzen im Mittelfeld, Krasch und Van der Grobe, links und rechts. Und ja, das könnte hier eine echt schöne Partie werden. Straß darf anstoßen, hier in Friedhofstadion. Und das Spiel beginnt auch. Straß in Rot von links nach rechts und Dassau in Schwarz-Gelb von rechts nach links. Beziehungsweise Gelb-Schwarz, so Schwarz-Gelb. So, jetzt hier erstmal Max von der Gruppe. Zu Cedric Graf. Ja. Wunderschönes Dreieckspiel. Und jetzt hier Silva. Ja, kommt er nicht durch. Tasch. Oh, und die versucht es mit einer guten Kombination. Und da war ein Foul. Da wurde Tasch gelegt. Ja, Kirimi geht da viel zu energisch rein. Das ist ein berechtigter Freistoß. Krasch führt aus. Ja, Martin Kurz auf Bellof. Ist wieder Krasch. Bellof. Ja, dribbelt sich dann ein bisschen durch. Und Krasch versucht sie mit dem Kopfball. Jetzt ist hier Winkelhoff. Marius Winkelhoff hier. Ist ja mittlerweile schon Stammspieler, kann man schon sagen. Dein drittes Spiel in Folge, was er spielt. Hoffentlich sage ich jetzt hier die Wahrheit, wenn es dann. Wäre schon ein bisschen peinlich, aber. Mein Gott. Ja, generell. Im letzten Spiel hat ja der Trainer generell ein bisschen umgestellt, hat jetzt auch Lukas Hessler und José Silva spielen lassen. Trainer von Dassau. Und ja, es funktioniert anscheinend. Jetzt hier Silva auf Fetzen! Fetzen! Komm, sag ich, dass es funktioniert und dann funktioniert es wirklich. 0:1 für Dassau. Und es ist niemand anderes als Hendrik Fetzen, der hier sein 5. Saisontor in der 9. Minute macht. Das ging schnell. Ja, da jubeln die Dassau-Fans. Wir freuen uns, dass sie ihre Reise gelohnt haben, um ihren Top-Torgetter Hendrik Fetzen hier beim Toreschießen zuzusehen. Jetzt ist Silva. Wunderschöne Vorlage hier. Und Fetzen mit einem wunderbaren Laufweg. Da, ja, da war die Abwehr und der Torwart chancenlos. Es war eine 1A-Kombination. Und das ist hier 0:1. Und das hat jetzt erstmal die Oberhand. Und Straß muss jetzt hier aufwachen. Straß, die. Die Saison für Straß verläuft ja eh nichts, wie man gedacht hat. Jeder hat gedacht, dass Straß das eigentlich ist. Also jeder hat das gedacht. Man hat Straß schon locker in den oberen 3 gesehen. Und jetzt sind sie irgendwo im Mittelfeld. In der Versenkung. Und kommen da und nicht wirklich raus. Haben nur ein 1-1 gespielt gegen Altotariolisch. Das heißt nur, ich meine, war Altotariolisch vor dem Spieltag. Vor Straß. Und stand jetzt immer noch. Ja, hier eine Torschuss von. Müsste. Ja, von der Gruppe sein. Und ja. Dann hofft jetzt natürlich, dass man langsam mal die Erwartungen erfüllen kann. Jetzt hier Eckball. Krass und Fetzen macht sofort ein zweites Tor diese Partie. Was ist denn hier los? 6. Saisontor für Hendrik Fetzen. Um es mit den Worten von den Dassau-Fans zu sagen.
Wenn der spielt, dann fliegen hier die Fetzen. Und das tun sie hier auch. Ja, wunderschöne Ecke von Krasch. Und ein wunderbarer Kopfball. Schon wieder Schraß machtlos. Insbesondere der Torwart Leon Grünheit. Wunderbar getreten, diese Ecke von Krasch. Und der Kopfball war rein technisch nur Formsache von Fetzen. Und nach 13 Minuten steht es hier schon 2-0. Könnte es hier tatsächlich zu einer Blamage kommen für Strahls? Jetzt schon wieder das im Ballbesitz. Von der Gruppe. Tasch. Ja, der Ball springt ein bisschen hin und her. Jetzt hier Winkelhoff. Auf Roxy Silva. Fetzen. Ja, hier verliert hier den Ball. Hab. Aber auch wenn es hier schon 0-2 ist, man darf Strahls nichtsdestotrotz unterschätzen. Dies zu unterschätzen wäre nämlich tödlich. Wir haben vorne zwei brillante Stürmer mit Rademacher und Senior. Im Mittelfeld haben sie einen kleinen Kirimi. Ein Mr. Elis, der auch gerne nach vorne arbeitet. Also an Offensivkraft mangelt es Strahls nicht. So, so ist es nicht. Bisher hatten sie erstens ein bisschen Pech. Und zweitens hingen sie generell auch mit den Erwartungen ein bisschen weiter zurück. Jetzt hier war gerade abseits. Ireland macht es kurz auf Lukas Hessler. Jetzt hier Graf auf Van der Grube. Van der Grube wurde ja so in Mitte des der Hinrunde ein bisschen aussortiert. Ja. Holla die Weite. Wurde ein bisschen aussortiert, aber jetzt spielt er anscheinend wieder. Mal sehen, ob es Frissi trägt. Wurde ein bisschen von Giancarlo Baghetti verdrängt. Ja, der Schuss war ganz gut, aber geht auch noch ein Stück vorbei vom Kasten von Leon Grünheit, der es hier abstoßen darf. Ja, schon 5 Torschüsse in 20 Minuten. Das soll ja einiges heißen. Das ist die Rossi Silva. Ja, kommt übrigens aus. Vielleicht hilft es ja bei Strahls mal einen früheren Prinzessin zu geben. Und einen Senior schon, der aktuell nicht so viel Glück hat vorne. Ja, hab's ein kleines Foul, aber alles friedlich. Wenn ich so sag, geht schon okay. War nicht so schlimm. Ah ne, Hessler hat gefault, okay. Gut, dann gibt's hier Freistoß für Strahls. Senior tretet den Freistoß und Michaelis köpft da daneben und Rademacher. Ja, auch wenn er hier daneben geschossen hat, okay, Ecke. Auch wenn er hier daneben geschossen hat, den darfst du einfach nicht unterschätzen, den Max Rademacher. Hat 3 Tore in den letzten 2 Spielen gemacht. Um genau zu sein, jedes Tor von Strahls in den letzten 2 Spielen kam von Max Rademacher. Das heißt auch, dass 1-1 kam von Max Rademacher gegen Eintracht Ariolisch. Das heißt, dass Strahls sehr wohl Comeback-Qualitäten bewiesen hat. Jetzt hier Backoff. Ja, Flügelwechsel. Das hat hier überhaupt keinen Druck, kann hier ganz in Ruhe ihr Spiel gestalten. Und die lassen es auch jetzt ein bisschen Zeit. Lassen den Gegner ein bisschen rennen. Jetzt hier Rossi Silva. Ja, wir weißen. Kam da früher dran. Und jetzt hier der Konter. Ja, aber schlechter Pass hier von Rademacher. Jetzt hier Max Van der Grube, ja. Wird von 3 Straßbären nicht wirklich angegangen. Graf, ja, Fehlpass. Und jetzt hier vielleicht der Konter. Rademacher. Senior, Kirimi läuft es da oben frei. Ja, aber Senior sieht ihn nicht und das kein Foul war. Verwundert mich so ein bisschen. Aber nun gut. Der Schiedsrichter hat das erste Wort, was sowas angeht. Jetzt hier Bett. Auf Tasch. Da sieht der Captain Cedric Graf. Hier läuft sehr viel über die linke Seite, über Cedric Graf und Max von der Grobe. Während Strahls versucht, mit dem
mit dem Kopf durch die Mitte zu gehen. Bisher ohne Erfolg. Jetzt hier Graf. Ja, der Ball kommt da hinein, aber kein Spieler geht da wirklich hin. Einfacher Ball für die Abwehr von Straß. Jetzt hier Ritzerfeld. Auch ein, ich glaube, ein recht unbekanntes Gesicht. Kann man auch nicht allzu häufig spielen. Krasch. Ja, aber den Ball hat Franken. Jetzt hier Müller. Auf Harp. Ja, gut abgefangen, aber Straß hat sich den Ball zurückgekämpft. Jetzt hier Senior. Senior mit dem Schuss und gute Parade hier von Mark Ramos. Ja, und da wollen die Straß jetzt in Folge gesehen haben. Aber der Schiri sagt nein. Jetzt hier Tasch. Ja, wie gesagt, alles läuft über die linke Seite. Jetzt hier Rossi Silva auf Graf. Und der versucht wieder auf Rossi Silva zu passen, aber da kommt er nicht wirklich an. Und Grünheit klärt ihn mit einem, ja, mit einem Rutschball, den ist ihm einfach mal. Ja, jetzt lassen sie hier ein bisschen Rademacher laufen. Komm, da geht es schon, sind sie wieder im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte. Na gut, eine Minute wird nachgespielt, aber ich glaube auch nicht, dass hier jetzt noch was passieren wird. Graf, ja, passt ganz ruhig zu Rahmenhorst. Der Schiri sollte abpfeifen. Genau, das tut er auch. Nur ist es eigentlich jetzt hier im Friedhofstadion für Dassau. Und nein, der Mann muss Spielvereinigungsstraße aufwachen. Sonst könnte es im Business Erwachen geben. Ja, die Statistiken haben wir kurz gesehen. Die sprechen auch eine klare Sprache. Dassau dominiert das hier nach Belieben. Jetzt gibt es hier erstmal einen Freistoß für Straß. Ja. War nicht sehr. War halt nicht die englische Art hier von Mikelhoff. Wie er hier versucht, den Gegner vom Ball zu trennen. Aber der Freistoß bringt nichts ein. Jetzt hier Tasch. Auf von der Grube, Graf. Wieder alles über die linke Seite. Warum nicht? Never change the running system. Jetzt hier Klein auf Senja. Ja, Senja kann es hier mit einem guten Doppelpass ein bisschen durchsetzen, aber Ireland, pass auf. Firime. Ja, das ist Klein, aber als er den Ball hatte, hat er zugleich auch schon wieder verloren. Die Abwehr von Dassau ist heute wach. Insbesondere Ireland. Bell auf. Krasch, ja. Schickt hier Fetzen. Kann er sich gegen zwei durchsetzen? Ja, er nimmt das Foul. Er nimmt das Foul. Oh, auch hier friedliche Gespräche. Fetzen dachte auch. Ja, komm, nee. Das war keine Karte. Ruppig von Franken. Und die hat halt Glück, dass er nicht den Kopf von Fetzen trifft. Das wäre es eine Tätigkeit gewesen. Jetzt hier Krasch. Der kann gut Bälle hineinbringen. Ja, hat auch schon wieder Fetzen gesehen. Aber diesmal wurde er besser gedeckt. Jetzt hier Graf mit einem Einwurf. Zu Silva. Von der Grube. Ja, bleibt bei Müller hängen. Aber der Ball bleibt bei Dassau. Mit dem Silva mit dem Schuss. Oh, knapp daneben. Silva hätte beinahe das 0:3 gemacht. Ja, Straß kann den Ball einfach nicht klären. Und dann, ja, ist es eine logische Schlusskonsequenz, dass es einen Schuss gibt seitens Dassau. Hier von Rossi Silva. Der ging nicht rein. Der nächste kann aber sehr wohl reingehen. Ja, und schon wieder ein Angriff von Dassau. Schon wieder Silva. Ja, wollte hier Winkelhoff bedienen. Aber die Abwehr war diesmal etwas mehr wach. Hessler jetzt hier auf Tasch. Schon Tasch.
Ja. Sieht da Silva. Gute Idee, aber Silva konnte den Ball letztendlich nicht bewerten. Der Ball war ein bisschen zu schnell. Abschluss. Straß. Winkelauf. Na, die kommen einfach nicht in den Ballbesitz. Die Straßler. Jetzt hier Krasch. Gute Hineingabe zu Silva. Ja, aber kann die Ball nicht richtig annehmen. An der Ballmitnahme hapert es noch so ein bisschen bei Silva. Aber sonst macht er einen recht soliden Job. Ich denke, da ist der Trainer sehr zufrieden, wie es da läuft. Marius Winkelhock. Auf. Winkelhock. Winkelhock war jemand anderes. Ja. Und Schulz kommt rein für Ritterfeld. Schulz auch. Ein Gesicht, was man eher selten sieht. Bei der Spielvereinigung. Winkelhock. Krasch. Ja, Kurime. Macht das gut, fährt den Ball. Jetzt hier Fetzen, der Doppeltorschütze. Nein. Gasau bleibt weiter im Ballbesitz, aber jetzt kann Schulz erfolgreich den Ball trennen. Nichtsdestotrotz weiterhin Gasau im Ballbesitz. Fetzen, hier auf Silva. Silva sieht da Van der Grobe. Graf und da ist Silva. Ja, aber die Abwehr passt auf. Jetzt ist sie mittlerweile schon Florian Prinz auf dem Feld. Hab. Wieder Senior. Schulz, sehr guter Haken. Ja, versucht hier Graf zu dupieren, aber. Das kannst du mit dem Graf einfach nicht machen. Graf ist ein erfahrener Verteidiger. Ihn auszutricksen ist schon eine halbe Kunst. Jetzt hier Winkel auf. Ja, verliert den Ball. Crasht. Marek Krasch, guter Ball hier auf Rossi Silva. Und es gibt einen Einwurf. So, jetzt nach dem Wechsel geht's weiter. Beatztas ist reingekommen. Jetzt hier Van der Grobe. Ja, Müller hat den Ball vor Van der Grobe bekommen. Jetzt hier guter weiter Ball auf Senia. Aber an richtig gute Grätsche hier von Innes Ireland. Können die Fans von der Spielvereinigung noch so sehr buhen? Diese Grätsche war einfach legitim. Ging dazu dieses Reinhaken von Kirime. Und jetzt hier Freistoß, Crash. Und Tat versucht es einfach mal. Warum nicht? Bei einer 2-0-Führung kann man dies durchaus versuchen. Insbesondere, wenn es nur noch knapp 10 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen gibt. Also, falls hier jetzt nicht ein Wunder à la Map Neo passiert. War es das so langsam mal für Straß? Denn so langsam mal geht denen die Zeit aus. Hessler auf Tasch. Ja, Tasch wird hier umgeschubst. Schneller Freistoß. Lukas Hessler. Jetzt auf Arland. Ja, wird hier gut getrennt von Klein. Jetzt hier Prinz. Prinz sieht hier seine Kameraden. Ist das und Prinz versucht es und guter Schuss hier vom Prinz, aber Ramos ist wachsam, macht heute eine sehr gute Figur. Wenn er mal das aufs Tor kriegt, dann hält er das meist souverän. Soll jetzt hier keinen Fehler machen. Nicht keine Unaufmerksamkeit, nicht den Ball durch die Beine rollen lassen. Krasch.
Ja, hat sie versucht, noch einen Einwurf rauszuholen. Hat aber nichts geklappt. Jetzt kommt hier Deep rein für Wickelhoff und Baghetti kommt rein für Van der Krobbe. Und da ist auch schon Deep. Fängt hier den Ball ab. Ball auf Krasch. Einwurf, Ball auf. Ja, Krasch kann den Ball nicht wirklich handhaben. Einwurf, Straßenia, ja, gute Ballbeherrschung. Ja, konnte hier tatsächlich ein bisschen Raum für sich alleine haben. Da ist Ball auf nicht resolut das Wissen gegangen. Aber ich glaube, so sehr stören tut das den Trainer nicht. Das gewinnt ihn ein bisschen Zeit, wenn das Senior versucht, irgendwie das Überblick zu verschaffen. Jetzt nur noch 3 Minuten. Das sollte hier eigentlich gefressen sein. Graf nochmal hier. Auf Silver. Sieht Graf. Ja, verliert aber den Ball gegen Krimi. Und damit steht es hier 0-2. Am Ende des Tages für Dassau. Verdienter Sieg, kann man es anders sagen. Hätte sogar noch ein bisschen höher ausgehen können, hätte Spielvereinigungsstraße nicht aufgepasst. Und ja, es verabschiede mich für dieses Spiel. Morgen gibt es dann die Konferenz mit meinen Kollegen. Bis dahin, tschüss.